Die Legende ist back in Business. Willkommen zu einem neuen Video. Lang ist her, 1,5 Jahre oder so. Endlich wieder einmal ein Video. Mich freut es momentan mit Zart. Ich bin im Tennengebirge unterwegs mit dem Bench, den seht ihr da. Und wir sind am Dauernkogel. Es ist Anfang Mai. Es liegt Schnee. Es ist eine coole Stimmung. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, unbedingt dranbleiben. Viel Spaß damit. Treten Sie ein. Kommen Sie näher. In einer Welt voll Mystik. Eiskegel und rechts ist der Rapf, bis er geschnitten hat. Faszinierendes Platzerl, der Stüdel Hans ist da sein letzter Bergtour gegangen mit 85 Jahren. Ja, Wahnsinn. Da waren wir auch stolz, oder? Wenn es mit 85 noch gegangen ist. Wenn es uns noch gibt, wie 85, schauen wir, probieren wir. Ja, der Bench ist da jetzt vor einer guten Woche herum gewesen und hat gerade eine Weisheit von sich gegeben. Merke, ohne 3 Bier ist man 10 Minuten schneller hier. Jetzt sind wir bei der Hackelhütte herum, knapp eine Stunde aufgegangen und jetzt geht es einmal weiter Richtung Dauernschwarten rauf. Ja gut, dass es einmal ein bisschen flacher hingeht. Knappe 700 Höhenmeter. Jetzt sieht man schon ein bisschen auf. Dauernkogel. Gestern in der Nacht hat es im Tal geregen. Oben ein bisschen geschnitten. Das sieht man ganz gut. Schneefallgrenze so auf 1900 Meter. Da unten aus dem Nebel sind wir jetzt noch hergekommen. Ein bisschen zuziehen tut. Ja, wir gehen gerade Richtung Dauernscharte rauf. Ja, ziemlich zart rauf. Windig ist geworden. Jetzt sind wir herum auf der Dauernscharte. Auf den Dauernkogel. Ja, so ist es. Ja, da unten geht es da den Grat rauf. Darf so die Westseiten sein. Und gleich sind wir oben. Dauernkegel. Jawohl. Stark. Voll geil. Das Schlüsselstück ist wieder ganz gut vorangegangen. Genau, so schaut's aus. Ein Traum. Bergheil. Juhu! Super. Gewaltig. So schön. So mögen wir das. Mega. Ja, nach gute 2,5 Stunden haben wir es da jetzt aufgeschafft. Am Dauernkogel sind wir herum.
Der Bench und ich haben auch schon ein bisschen geausend. Der Wind zieht um und um. Für mich geht es dabei noch mit kurzer Hosen. Krödel haben wir eben vorher gebraucht. Ich habe sie ausgezogen. Ein bisschen Schnee liegt noch herum. Ja, der Ausblick ist gewaltig. Schauen wir mal, wie lange das Wetter heute noch durchhält. Wir haben jetzt dann auf jeden Fall vor, dass wir wieder runtergehen in die Tauernschorten und dann einmal auf den Napf raufgehen. Ja, und dann schauen wir weiter. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Da ist der Eiskugel. Da ist der kleine Eiskugel. Da drüben die Schattwand. Ja, und noch relativ viel Schnee, wie gesagt, Anfang Mai. Ein bisschen rutschig ist da schon. Okay. Ja. Ausrutschen darfst du da nicht, weil da unten ist ein Felsabbruch. Ja. Da hinten oben war es einmal kurz zum Kraxeln. Aber wenn du schwindelfrei bist, wenn du einen Meter über dem Boden bist, dann fährt da nichts. Um der Tauernkugel. Jetzt sind wir in der Tauernschortner. Da fuhren dann ab das nächste Ziel. Man folge den Gamsspuren. Also da ist jetzt gar nichts dabei. Schöner Wanderweg. Gipfel direkt vorne. Blick auf den Eiskugel. Schaut die Wand um mich. Gleich sind wir da. Ist der Tauernkugel, waren wir vorher oben. Windig ist, aber angenehm, wunderschön. Ein Traum, keine Menschenseele unterwegs. Ein Kampfsein haben wir getroffen bis jetzt. Hammer! Jetzt sind wir wieder in der Tauernschorten herunter. Und jetzt schauen wir mal, was noch möglich ist aufgrund der Schneelage. Ja, schon ein paar Meter gemacht. Jetzt sind wir unterwegs Richtung Schattwand. Weil auf der Seite noch ist teilweise schneefrei und oben werden wir ein bisschen Schnee aufziehen müssen. Jetzt haben wir gesagt, probieren wir das zuerst einmal. Schaut, wann das da vorne. Ja, wir haben vorher nicht gewusst, ob das gut rauf geht da. Aber es hat nicht getäuscht. Nicht sonderlich steil. Wenn was ist, kann man jederzeit umdrehen. Ja. So war das nicht ausgemacht. Ja. Jetzt gehen wir trotzdem auf hier noch 40 Meter Höhenmeter auf den Brittkogel. Das war dann der dritte Streich. Und der vierte folgt zugleich da drüben die Schattwand. Wahnsinn, wie es einmal umzieht, Mensch. Ha? Wohl, war schön. Aber nicht, ich möchte die Tauarbeit herum hier. Nein. Das ist eine gute Frage, die der Bench gestellt hat. Wo ist der höchste Punkt? Entweder bei ihm fahren oder bei mir. Auf jeden Fall. Ja, es zählt auf jeden Fall. Bergheil vom Britt Kogel. Leider die Aussicht jetzt diesmal nicht so gut. Aber vielleicht hat sie sich nachher auf die Schattwand schon verzogen, dann zeigen wir da retour. Yeah, number 3. Super, 1600 Höhenmeter. Jetzt wieder oben in die Schatten und dann Schattwand. Und hat schon wieder aufgerissen. Eiskugel fahren und Schattwand.
einmal herum. Da hinten liegt Kogel, da können wir Hirzen her. Da vorne, falls ihr seht, ist der Dauernkogel. Und dann ab auch noch. Waren wir schon überall. Schaut, Wand. Sehr schön. Ich war ja schon dreimal herum. Aber seit das neue Gipfelkreuz herum ist, das erste Mal. Insofern, yes, sehr cool. Da drüben Eiskugel. Ich glaube, den müssen wir heute auch noch besuchen. Wahnsinn, was sich da auftut. Panorama. Ja, bis zum Watzmann der Blick. Da draußen, da vorne der Göl. Und unendliche Weiten im Tennengebirge. Hammer! Juhu! Ja, der Knollstein ganz vorne, die Wieslerstein. Super! Mega! Hippie! Bergheil zum vierten! Yes! So mag ich das! Schön! So genial! Oh, jetzt schauen wir mal, ob es da oben geht, auf der Hinterseite. Markiert ist einmal nichts, Schnurrmantel haben wir gesehen. Da unten geht auf jeden Fall der Weg retour. Da gegenüber ist der Schubbühel. Schauen wir uns den einmal an. Ja. Ich glaube, dass es da oben geht. Ha? Ja. Schauen wir mal. Ja, wie man sieht, da durch die Wand sind wir jetzt an Obergreit. Ja, war jetzt so eine Kletterei. Nein, Scherz. Links. Sind wir runter, da war es ein bisschen brüchig, schottrig. Eisig. Eisig, Eisglasur. Perfektes Schuhwerk. Aber da unten ist schon wieder der Weg. Es gibt ja offiziell gar keinen Weg einzeichnet auf die Schattwand. Das ist ja an und für sich nur ein Skitourengipfel. Aber so mit einer Kletterei kommt man da eigentlich auch ganz gut rauf. Jetzt werden wir nachher noch einen Eiskugel machen als krönenden Abschluss. Dann gehen wir wieder retour. Pulver! Was sagst du, endlich wieder mal kein Schnee unter die Füße? Ja. Ein paar Schneefelder sind da noch drinnen. Da ist schon ein bisschen zum Aufpassen. Und da sieht man, wie der Wind arbeitet im Winter. Wahnsinn! Ja, was ist jetzt? Wer aufhört oder nicht? Ja, sicher. 150 Höhenmeter, ja, die packen wir jetzt auch noch. Zeig uns den Weg. Ja, einfach so, oder wie? Herzen gerade rauf. Das sind keine Dolinen. Ja, darum lasse ich die vorgehen. Ah, das nein. Ist so. Nein, da ist jetzt nichts mehr. 80 Höhenmeter noch. Dann stehen wir oben. Gott verdient. Ich habe in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Der Kerl vom Eiskugel herum, an die Außen haben wir schon gehabt. Das zieht sich aber drin. Leider sieht man momentan nicht gerade sonderlich viel. Ja, aber das, was wir gemacht haben, 1300 Höhenmeter bis jetzt. Und es geht bergab. Oh yeah! Oh yeah! Ist das Leihwandste? Ja, ja. Das ist einmal kurz kalt gewesen. Alles ja da durch den Schneeführer mit den Halbschuhen. Darum habe ich da nichts gefilmt. Haben wir Eiskugel im Ober. Und dann durch den ganzen Schnee hat es einen Vierer. Und in der Zwischenzeit sind wir eh schon wieder bei der Dauernschwarten. Da oben ist ein Apf. Und da bei der Dauernschwarten geht es jetzt für uns oben zur Hackelhütte auf ein gutes Weißbier, so schaut's aus. Ufa! Juhu!
So, ein gutes alkoholfreies Weißbier hat es gegeben, ein Kaffee und eine Kaspressknädelsuppen bei der Hackelhütten. Ja, ich war auch am 1. Mai mit dem Burm und mit der Anna schon herum. War wunderschön, die Leute sind da echt nett, die Wirtsleute. Kann ich wärmstens empfehlen. Kurzes Fazit zur Tour. Jetzt sind es noch 550 Höhenmeter oben. Ja, insgesamt kommt man bei der Runde auf 1900 Höhenmeter. Momentan, man hat es ja gesehen, ist noch viel Schnee da. Wenn der Schnee weg ist, ja, würde ich sagen, einfach eine klassische schwarze Bergtour. Braucht kein Helm oder sonst irgendwas dazu. Aber eine gute Kondi. Ben, hat es dir gefallen? Ja, war richtig gut. Abwechslungsreich. Und ja, die Wandersaison ist somit eröffnet, hätte ich gesagt, oder? Genau, ja. Nein, es war richtig fein. Sehr gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr schon wissen, Daumen nach oben da lassen, kostet nichts, unterstützt den Kanal. Und wer keine Videos mehr verpassen will, darf auch den Kanal gerne kostenlos abonnieren. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ja, Kerl, bleibt's geil, ciao. Ja, tschüss.